So, und im heutigen Spiel ist einiges drin. Es ist ein packendes Duell. Es ist eine Begegnung, auf die sich alle schon seit Tagen freuen. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zum Derby zwischen dem Team von Varion und dem Team von Slavik. Werfen wir aber zunächst mal einen Blick auf die heutigen Mannschaften. Ja, man sieht hier, ich habe eine relativ gute Aufstellung. Man sieht schon ganz oben im Sturm Lewandowski. Klar, klar. Dann haben wir hier linkes Mittelfeld haben wir Szoboszlai. Mhm. Neben ihm ist Neuhaus. Ja, ja. Dann kommt Schweini. Mhm, klar, kennt man. Ja. Reiner, ne, kennt man natürlich auch. Ne, und dann kommen wir jetzt zum rechten Verteidiger. Da habe ich einfach den Philipp gewählt. Ja. Ist ein guter Typ. Ne, ja, immer noch gut in Schuss. Sagen. Genau. Der macht sein Ding. Ja, ja. Direkt nicht hinter ihm, aber links neben ihm steht Hinteregger. Mhm. Ne, auch ein Topmann. Man sieht es hier anhand der Farbe schon eine Rare-Karte. Ja, ja, hier. Der hat Bock. Der ja, hat Bock. Ne, im Tor haben wir Ulreich. Mhm. Interessante Wahl, weil du HSV-Fan bist. Ja, okay. Natürlich. Mhm, klar. Tapsoba, der deckt ihm so ein bisschen. Der hilft ihnen ein bisschen. Ist halt ein Verteidiger, ne? Ja. Ist ein Verteidiger, richtig. Ja. Und dann haben wir zu guter Letzt noch in der linken Verteidigung haben wir Davies, ja. Schön, schönes Team. Okay. Ich glaub, ist ein gutes Team, ja. Ich bin gespannt. Slavik, geh du ruhig mal durch. Okay, also Varion, ich muss sagen, du hast natürlich ein sehr starkes Team. Ja, danke mit dir. Sehr vielen deutschen Spielern, die ja weltbekannt sind dafür, dass sie sehr gut sind. Mein Team ist natürlich dementsprechend, muss das natürlich ein bisschen russisch sein, aber darf nicht ganz russisch sein, denn sonst ja auch sofort klar, dass ich verlieren werde. Deswegen haben wir eine kleine Mischung gemacht aus ein paar Russen, Bulgaren und Cristiano Ronaldo im Sturm. Cristiano Ronaldo im Sturm zusammen mit Shevchenko. Mhm. Shevchenko als Alibi für den Sturm. Im Tor ist Akinfeev und in der Verteidigung habe ich noch Golovin. Ansonsten ist es eigentlich gar nicht so der Rede wert, weil Bräune und sowas ist halt noch ganz interessant, ne? Genau. Und ja, es sind noch paar Top-Spieler dabei, aber da ich ja den Cristiano habe, ist eigentlich, wer hätte noch nur mit den Cristiano spielen können. Okay, also denkst du, das ist hier ein easy win für dich, sagst du? Nee, es ist nicht easy win, aber es ist ein ausgeglichenes Spiel, wird es sein, nur es wird auf jeden Fall hart. Ja, das stimmt, die Teams sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr fair verteilt hier, das kann man auf jeden Fall sagen. Gut, Jungs, ihr seid bereit, ihr habt Bock, ich bin ein absolut super geiler Kommentator, wirklich, also du bist der Beste, deswegen bist Fußball du auch hier, und ich, ne? So generell. Bist du schon immer HSV-Fan gewesen, Flo? Ja, natürlich, also, nee, bin ich tatsächlich nicht, aber du, ich muss ganz ehrlich sagen, support your local Fußballclub, ne? So ist es. Als Hamburger muss man das machen, ja. Warum ist es da nicht Pauli geworden? Ich weiß nicht, ob ich da... Ja, stimmt, wäre auch interessant gewesen. Da hast du absolut recht. Nächste Saison einfach mit Pauli dann, komm. Ist ja auch... Ja, stimmt. Natürlich, gute Idee. Ich bin mal gespannt auf diesen Modus, weil der Modus ist ja auch so ein bisschen, wenn ich jetzt hier verliere, ist das ziemlich schwach. Weil umso mehr Tore man hat, umso weniger Spiele hat man. Richtig, dann, ne? genau. Deshalb musst du dir das halt... Also im besten Falle wollen wir natürlich ein Spiel sehen, wo Tor after Tor fällt, nur noch zwei Torwerte da sind, irgendwann am Ende. Wenn man es natürlich jetzt taktisch spielen würde, könnte man natürlich versuchen, erst zum Ende hin das entscheidende Tor oder die entscheidenden Tore zu schießen, ne? Aber das ist halt Survival-Modus, da müsst ihr jetzt durch, ne? Also, gerade schon gesagt, wenn du jetzt Pech hast, Slavik, kann es sein, dass direkt Ronaldo rausfliegt. Das ist immer ein zufälliger Spieler, der eliminiert wird, sobald ein Tor geschossen wird. Dementsprechend, ich hoffe, dass du Glück hast. Das ist ein sehr schönes Trick, das würde ich direkt nehmen. Ja. Das hätte ich gerne zu Hause. Das haben wir zu Hause tatsächlich. Ja, ich weiß. Wieso? Okay, ich würde sagen, rein in die Olga, auf geht's. Wir spielen beim HSV zu Hause, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Spiel. Wir spielen jetzt Survival-Modus. Slavik Junge gegen Varion. Wenn ein Tor fällt, wird sofort ein zufälliger Spieler eliminiert. Und wir hoffen auf ein faires Spiel. Die Sonne scheint, es sieht wunderbar aus. Schweinsteiger gerade am Ball. Varion sich direkt hier am Behaupten. Neuhaus hier gerade am Ball. Schöner Pass zu Schweinsteiger, ausgedribbelt. Sehr schön, das gefällt. Zurück zu Lewandowski. Nach vorne freigespielt und die erste große Chance. Oben hier aber nochmal abgewehrt. Und Slavik jetzt mit der Attacke. Ronaldo, kleiner Fehlpass, kein Problem für Ronaldo. Der geht nach vorne. Und bei dem Tempo wird es schwierig, da mitzuhalten. Schöner Pass. Zurück zu Ronaldo. Schade. Wurde dicht gemacht von Lahm. Herr Lahm ist ein guter. Ich habe schon gewusst, warum ich den genommen habe. Ja. Der steht da halt. Der ist halt einfach da. Der ist am Start, wenn man ihn braucht. Der ist einfach da wie so eine Katze, aber der ist gut, ey. Ja, richtig. Kleines Bollwerk so, ne? Lewandowski gewinnt 1:0 hier. Schöner Pass. Freigespielt. Lewandowski hier gerade mit einem
wunderschönen Toren. Jetzt die Frage, wer verlässt das Spielfeld? Wir wissen es gar nicht, oder? Lewandowski ausgeschlossen worden. Schade, der Torschütze ist raus. Wir haben zwar so unterschiedliche Farben, aber es ist schon nicht zu einfach, die so im direkt so im Augenwinkel auseinanderzuhalten. Ich habe auch große Probleme. Ronaldo am Ball. Und ist es das Tor? Ronaldo! Wunderschön! Ja. Wunderschön! Mit dem zweiten Versuch landet das Ding rechts in der Ecke. Ja, das war Ronaldo. Und das heißt, ein Spieler wird eliminiert und im wahrscheinlichen Fall ist es auch Ronaldo, der jetzt hier das Spielfeld verlassen darf. 10-10. Wer ist es? Es ist Ronaldo. Ronaldo ist raus. Lewandowski und Ronaldo, es sind immer die Torschützen, die gehen. Aber da kann man natürlich jetzt versuchen. De Bruyne am Ball. Schön freigespielt. Ganz locker das Ding mit dem linken Fuß reingeschoben. Und das heißt 2-1 für Slavik an der Stelle. Und De Bruyne ist damit raus. Ein weiterer Topspieler, über 90 Wertung, verlässt das Spielfeld. Lahm zurück mit dem Pass. Oh, jawohl. Schön freigespielt hier. Und der Mann ist schnell. Da kommt man vielleicht nach vorne durch. Nein. Schön ausgespielt. Shevchenko mit dem 3-1. Wunderschöner Pass. Und ein weiterer Topspieler verlässt an der Stelle mal wieder das Feld. Nee. Oh, Alter, der hat einfach alle ausgedrückt. Was? Oh mein Gott. Nein. Oh, das wäre so schön gewesen. Oh, das wäre so nice gewesen. Nein. Oh, Digga, aber schön freigespielt. Sehr schön freigespielt. Komm, Junge. Ah, da merkt man nicht, dass du hier vorne freispielst, Alter. Aber trotzdem. Bam! Ja! Eine weitere Klatsche. Es war ein absolutes Tor und ein richtig schönes auch noch. Saka, jetzt hier auch raus, Saka. Ja. Jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig für dich, ne? Boah, Junge. Neuhaus am Ball. Oh! Oh, Junge, dieser Torwart, Junge. Er ist OP. Der Torwart, ne? Der ist OP. Der ist OP, der ist zu stark. Ja, der ist gut. Eine rote? Eine rote für Diaz? Aber für was? Hand? Es war Hand, oder? Was war denn? Nee. Was war's? Oh nein! Gibt das nochmal ein Elfer jetzt? Das gibt ein Elfer. Was? Das gibt ein Elfer. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Oh nein, oh nein. Alter. Nein. Okay, wohin geht's? Wohin geht's? Ja! Ich schwör, ich hab's gewusst, ne? Ich hab's gedacht. Ich hab gedacht, dass du denkst, dass ich irgendwo hinspringe, deswegen machst du. Na, du spielst so schöne Pässe, Flo. Da musst du jetzt einfach nur anknüpfen. Boah, ja. Ja, komm! Nein! Nein! Das kann's doch nicht sein! Digga, Lahm! Was ist denn mit ihm? Digga! Der ist zu stark! Magneten! Junge, der dribbelt einfach alle auf! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Digga, der Pfosten! Boah, Alter! Du musst grätschen! Gib das jetzt noch ein! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Unglaublich. Ey, du, das war Ball. Muss man. Oh. Was? Abpfiff. Okay. 1-5. Gutes Spiel. Slavik, ich glaube, du kannst dich mit deiner Aufstellung nicht beschweren, Ronaldo und einen Titan im Tor zu haben. Philipp Lahm sieht traurig aus. Trotzdem, also Flo, ich glaube, im nächsten Game geht da noch was. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen was machen, weißt du? Glaube ich auch, ja. Ah, okay, diesmal ein Spiel ohne Regeln. Alles aus, kein Rot, gar nichts. Trotzdem können 4 Spieler eliminiert werden. Ich renne um mein Leben, Alter, wie Forrest Gump, Junge. Ja, da wurde es wieder versucht. Ja, ja, komm. Nein! Was für ein schönes Tor! Saka 90! Slavik nur am Übersteuern, ey! Und komm! Stoikow rüber, ist das Ronaldo? Ja, Ronaldo am Ball! Ulreich hält das 2. Oh mein Gott, Ulreich hält! Ich sitze nur, ich schrei hier so rum, ey! Ich krakele! Saka wieder mit einem Tor, unglaublich! Und jetzt! Das 1! Endlich! Zu 2! Varion, schönes Ding. Das könnte hier noch ein Unentschieden, wenn es sogar ein Turn-On sein. Rainer, jetzt rein da, komm. Musst du jetzt machen. Lewandowski! Der hält schon wieder! Ich glaub's nicht! Junge, einfach durchgehen! Saka, nein, Shevchenko am Ball! Oh nein! Ulreich, was macht der denn wieder da? Ey, Shevchenko, Alter. Aber nicht Ronaldo, ne? Kein Tor hat Ronaldo. Ey, stimmt. Oh. Lewandowski am Ball! Schöner Fehlpass! Nein! Ja! Den kann auch er nicht halten! 2-3! Schöne Wende hier! Und bam! Ronaldo! Ronaldo zeigt dieses Spiel auch schon mal. Nicht schlecht. 2-4, ja, Vagron war gut, hier. War gut. Saka, der dribbelt da wieder frei. Shevchenko! Ulreich! Ronaldo! Ulreich ist einfach, der ist zu gut. Der ist zu gut für diesen Planeten. Da musst du einfach treten, ja! Nein! Was? Digga!
Stell dir mal vor, es würde so in der Bundesliga gespielt werden. Das ist der Abpfiff. Junge, Junge, Junge. Ein 2:6 hier für Slavik. Das erste Spiel ging auch an ihn. Varion, wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat trotzdem Bock gemacht. Ja, das ist das Ding. Ja, ja. Oh, wir spielen bei Nacht, ne? Ja. Spiel Nummer 3. Wir haben jetzt tatsächlich einen Schussboost, einen Tempoboost, einen Tempoboost am Start. Und Schweinsteiger sprintet jetzt hier gerade durch. Unglaublich. Oh. Und wurde gefoult. Und das gibt einen Elfer. Regeln, ne? Und es gibt einen Elfer. Das gibt einen Elfer. Nein, Junge. Lewandowski hier mit einem 1A-Knaller. Okay. Schönes Ding. Digga. Jeder hat den Boost. Junge. Wunderschön gespielt von Varion hier mit dem Tor von Lewandowski. Wo ist Slavik? Kommt er nochmal zurück zu seiner großen Hochform? Schweinsteiger vorne raus, aber ist er schnell genug? Nein, ist er nicht! Warte, was ist denn? Oh, was für eine Bombe! Der Schussboost hat dir mal alles zerlegt! Guck mal die Wiederholung jetzt! Boah, Digga! Da hat sogar dein Torwart keine Chance! Wahnsinn! Shevchenko? Renn durch, Shevchenko, Junge! Komm, jetzt, der muss sitzen, Jetzt passen und rein! Nice. Ronaldo, schön gespielt! Schön gespielt, sehr schön! Oh, 3:3? 3:3? Ach nein, da oben steht's ja! Wir haben jetzt 3:3, weil natürlich der Booster teilweise doppelte Tore gibt. Oben steht's nämlich, x2. De Bruyne! Alter, ist das gemein! Wo steht Junge, das FIFA denn? Hasst mich gerade! Alter, der rennt! Schweinsteiger! Alter, immer noch Junge, alles drin, Digga. Schweinsteiger ist so ein starker Spieler. Oh, ja, schön, Lewandowski. Leider nur ein Tor. Nur ein Tor kriegen. Ja, oh Mann, Digga, wie unlucky. Nein! Haaland! Haaland! Macht er's! Haaland! Yes! 6:5, das ist hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Digga, mit dem Torboost geht's ja nochmal ganz anders rein. Der hat gerade alle Boosts drinne. Gerade sind alle Boosts aktiviert. Lauf! Verliert den Ball nicht. Lauf! Nein! Was? Nein! Oh mein Gott, was geht ab? Lewandowski! Lewandowski ist der schnellste Mann der Welt! Yes! Oh! Yes! 9:5! Was ist hier los? Das Spiel gönnt auf einmal übertrieben. Lewandowski mit dem Passspielboost. Dreifache Tore. Ah, da muss jetzt der Pass kommen. Oh, was? Nein! Der Lappenknaller! Das ist doch nicht wahr! Oh mein Gott. Neuhaus diesmal vorne. Mittelfeldspieler. Ja, der ist nicht ganz so schnell wie Lewandowski, das merkt man. Nein! Haaland! Neuhaus! Schön. Schön. Das wird die letzte Ecke sein. Denk mal, das wird der letzte Torschuss hier sein. Aufs große Ganze. Schießen, Boost mal 3. Ah, da wurde nochmal ein bisschen Ehre restored. 11:3. 11:8, Digga. 11:8. Hier das Endergebnis an der Stelle. Unglaublich. Unglaubliche Spiele, die wir heute gesehen haben. Und ich denke mal, hier wird es auch abgepfiffen. Ja. Das war's. Schön. GG. Also, alles im Allen. Spiel. Ey, das ist ja wirklich saugeil mit den Boosts, die man da hat. Ey. Oder, Alter. Unberechenbar. Unberechenbar, wirklich. Ich glaube, da könnte ich sogar mal ein Spiel mitgewinnen. Mal schauen.